Hallöchen, hier ist das Stempeltierchen aus Leipzig. Mein Name ist Mandy und ich freue mich sehr, dass ihr zu einem neuen Video von mir eingeschaltet habt. Heute habe ich mal eine kleine Verpackung für euch und die Entstehungsgeschichte ist ein bisschen langwieriger oder ich habe ein bisschen mich ausprobiert und rumexperimentiert, weil ich wollte sehr gerne, ich zeige euch die Schachteln gleich, mit dieser neuen Handstanze spielen. Die nennt sich Elegante Etikettenbordüre und ich finde die sehr, sehr schön. Und ich dachte, irgendwie will ich die aber auch in eine Verpackung basteln. Wir könnten jetzt natürlich wieder so eine kleine Verpackung machen und oben die Anhänger. Aber das kennen wir ja alles schon, deswegen wollte ich es ein bisschen anders gestalten und habe halt ein bisschen rumprobiert. Und dabei ist das dann hier entstanden und ich finde es voll schön und mir gefällt das voll super. Ich zeige es euch jetzt mal von den Seiten her. Und mir gefällt das voll gut. Hier ist noch ein bisschen Kleber drauf. Und wenn ihr die dann öffnen wollt, ist eigentlich egal welche, dann macht ihr das Schleifchen auf. Zieht das hier raus. Das ist angeklebt, damit es halt da ist. Und dann habt ihr hier eine Schachtel drinne, die auch recht hoch ist. Also die ist hier schon 5 cm hoch, so dass ihr hier genügend Platz habt, um da was reinzupacken. Und wie das entstanden ist, das würde ich euch jetzt gerne zeigen. Ich finde die Box halt sehr, 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 sehr hübsch. Ich stelle das mal da oben hin. Ich sollte mir vielleicht mal noch das Stempelset rausnehmen, was ich dazu benutzt habe. Und kombiniert habe ich das mit dem Set, mit dem da. Wartet mal. Vorbereitung ist alles, ne? Ich habe alles Mögliche rausgenommen, aber natürlich nicht das, was ich brauche, die 2 Stempelsets. Und zwar habe ich benutzt das Produktpaket Schöner Park. Einfach, weil ich das Set noch viel zu selten benutzt habe und das einfach sehr, sehr schön finde. Und das habe ich kombiniert mit den Sternsformen aus dem Produktpaket zeitlos arrangiert. Hier habe ich jetzt nicht die Stempel benutzt, aber die Sternsformen. Ich finde das beides wunderschön und ich glaube auch zusammen ist das halt, ihr seht es ja, ich finde das passt super zusammen und kombiniert sich einfach perfekt. So, wie ich alles gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Und wie immer findet ihr alle Maße und verwendeten Produkte auf meinem Beitrag und der Link dazu ist unten in der Infobox verlinkt. Genau. So, als erstes habe ich ein Stück Farbkarton in den Maßen von 18 x 15 cm und das falze ich rundum bei 5 cm. So, es ist natürlich wieder Freitag und wenn ich das Video drehe, aber heute ist schon Abend. Normalerweise habe ich ja Nachmittag immer Zeit, das Video zu drehen. Da war heute Nachmittag überhaupt keine Zeit. Ich erzähle euch auch gleich noch warum. Jetzt erstmal habe ich hier ein Stück Farbkarton Jade. In dem anderen habe ich Lagunenblau und grüner Apfel verwendet. Und dann habe ich mir gedacht, nehmen wir jetzt einfach mal Jade. Und das hat die Maße von 8,15 mal 11,15. Das heißt, ich lege das zwischen der 1 und der 2 an, so dass ich quasi hier in der Mitte bin. Ich finde das immer für den Deckel ganz gut, diese 1,5 Maß. Und das falze ich jetzt rundum bei 1,5 Zentimetern, 1,5. Weil erst habe ich heute neue Stühle gekauft für unseren Esstisch, weil die alten einfach durch waren. Und dann habe ich die natürlich aufgebaut. Ich habe die alten Stühle zum Sperrmüll geschafft. Dann hat unser Sohn neue Pläne für das Freilaufgehege unseres Hamsters gehabt. Es ist ein Zwerghamster, ja. Das Vieh ist so klein, aber wir mussten jetzt unterm Hochbett. Da haben wir solche Platten gekauft, die man so aneinander stecken kann. Und dann hat die quasi da Freilaufgehege und kommt nicht rein. Wir haben da drin jetzt auch
einen kleinen Parcours für sie und eine kleine Kuschelecke und alles drum und dran. Das Kind ist happy und glücklich wie Sau. Dann brauchen wir noch ein Stück Farbkarton in den Maßen, grundweiß, in den Maßen von 5,1 mal 25,2 cm. Das muss ich noch zurechtschneiden. 25, 1, 2. Ich mach mal so 2,5. Ich mach mal einen Hauch länger. Das macht sich ganz gut. Und dann falze ich das auf einer Seite bloß bei 3,5 cm. Und dann haben wir erstmal alles gefalzt. Ja, aber er ist gerade voll der Hamsterpapa und möchte natürlich unserem Hamster alles erdenklich Gute machen. Ich falze jetzt die Falzlinien einmal nach. Und dann baue ich die Box zusammen. Und auch hier. Ich sag's mal gleich, ich mache heute ein paar mehr Erklärungen, weil ich wieder ein paar neue Abonnenten habe. Und ich es dann immer wieder wichtig finde, manchmal auch noch ein bisschen expliziter auf manche Sachen einzugehen. Weil gerade Bastelneulinge ja doch nicht immer alles kennen. Wir haben jetzt hier ein Rechteck. Das heißt, ich habe hier eine lange Seite und eine kurze Seite. Wenn ich das so habe, dann schneide ich die Klebelaschen parallel zu beiden Seiten auf der langen Seite. Was das heißt, seht ihr jetzt. Ja, jedenfalls ist unsere kleine Hamsterella, die Ellie heißt, jetzt in eine sehr glückliche Hamsterine, weil sie ja dieses Riesenfreigehege hat. Was sehr lustig war, wir haben sie in das Freigehege gesetzt, sie hat ein bisschen rumgeschaut und hat sich gefreut und dann hat sie sich in die Kuschelecke, in die hinterste Ecke vergraben und hat sich dort eingegraben. Dann haben wir sie dann nach einer Stunde, nachdem sie quasi im Freigehege nichts gemacht hat, wieder rübergesetzt in ihren Schlafkäfig quasi, in ihrem größeren, der ist jetzt auch, da hat sie auch genug Platz. Und da fängt die an, wie eine Wilde durch dieses Hamsterrad zu rödeln. Also wo ich mir denke, mach das doch im Freigehege, da freut sich unser Sohn. Also, für die Klebelaschen schneide ich ein. Die Falz, bis zur Falzlinie, dann schräge ich hier die Ecke an. Schräge die andere Seite auch an. Und kürze hier den Rand nur so ein Stück. Dann drehe ich es auf den Kopf quasi, so dass jetzt meine Falzlinien da sind. Und wiederhole das auf dieser Seite. So. Wir haben jetzt noch eine Woche Schule. Also wenn ihr das Video seht, dann ist es ich mit Schule. Weil ich drehe ja immer eine Woche vorher das Video für die Folgewoche. Da gab es dann Zeugnisse, aber ich mache mir da keine Sorgen. Das ist alles gut. Wir hatten ja immer schon zwischendurch mal auch eine Info bekommen und dann ist es ja auch so, der ist jetzt in der 4. Klasse, kommt dann in die 5. Klasse. Das heißt, wir sehen ja auch die Arbeiten alle, wir sind da alle dran und da weiß ich auch, wie sich, wie die Noten sein werden und so. Bin ich völlig zufrieden und entspannt. Und auch wenn die Noten schlechter wären, wäre das jetzt auch kein Grund da. Dann ist es, da muss man dann halt Nachhilfe machen und so, aber das ist jetzt bei ihm noch nicht so. Genau. So, hier mache ich da im Prinzip das Gleiche. Und wenn ich einmal beim Schneiden bin, dann schneide ich halt das Gleiche durch. Auch hier wieder schneide ich die Klebelaschen aus. Und da es auch wieder ein Rechteck ist, gehe ich quasi von der einen Seite zur anderen Seite. Also ab... wartet. Arbeite parallel. Wenn ich jetzt ein Quadrat habe, dann würde ich quasi hier einschneiden, dann drehen und dann hier so einschneiden, sodass es quasi einmal im Uhrzeigersinn ist. Aber wenn ich immer eine lange und eine kurze Seite habe, also ein Rechteck, dann mache ich das lieber so gegenüberliegend. Hat sich irgendwann bei mir so angewöhnt. Nach den paar wenigen Boxen, die ich so bisher in meiner Bastelkarriere gemacht habe. So. Erstmal vielen, 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 vielen Dank
für alle, die abgestimmt haben bezüglich des Lives. Ich werde es jetzt, also das Video kommt jetzt am 8. genau. Und die, nee, am 7. und die Woche drauf, am 14. Also ihr seht es heute, also eine Woche, nächste Woche, werde ich abends 19 Uhr live gehen. Das heißt, ihr werdet früh kein Video von mir bekommen. Den Luxus gönne ich mir, dass ich dann nicht zwei Videos an einem Tag habe, sondern ich gehe dann abends mit euch live. Und ich habe ja gesagt, ich habe hier so viele ausgestanzten Teile rumliegen und so viele Reste, auch Papierreste und so. Und die würde ich gerne einfach mal verarbeiten wollen. Und die Mehrheit von euch hat gesagt, ja, definitiv mit Resteverwertung. Deswegen nehme ich das jetzt an. Um die Klebelaschen aufeinander zu kleben oder zusammenzukleben, habe ich jetzt hier Tombow verwendet. Der Vorteil beim Tombow ist, ihr könnt immer noch mal die Verpackung etwas hin und her, also ich klappe das um, lege das auf und dann schiebe ich hier den Kleber erstmal noch so ein bisschen hin und her. Dann verteilt der sich schön. Dann lege ich das schön Kante auf Kante, drücke das fest, lasse den Tombow kurz anziehen und gehe zur nächsten Ecke. Und auch hier schiebe ich das so ein bisschen, dass sich der Kleber gut verteilt. Und klebt das fest. Und dann machen wir noch die letzte Ecke. So eine Art Rutschkleben, sagt die eine immer. Und ich finde, das ist eine gute Sache. Warum ich meinen Kleberoller nicht verwende, meinen doppelseitigen, also mein Flink und Fest Plus. Wenn man vergisst, dass man die Kleberollen auch mal nachbestellen müsste, dann ist das so, dann benutzt man halt einen Tombow. Und ich habe ja sowieso gesagt, weil ich einiges an Tombow hier rumliegen habe, möchte ich den öfters benutzen, deswegen ist das jetzt auch nicht das größte Drama. So. Genau, und dann denke ich mal, dass ich so zwei Projekte mit euch gestalten werde während des Lives. Wir werden mal gucken, wie lange ich überhaupt quatsche und so. Und ich hoffe, dass ihr eure Reste auch packt und dann fleißig mitbastelt. Und dass wir uns im Chat einfach, also ich rede und ihr im Chat, dass wir schön miteinander kommunizieren und uns einfach da ein bisschen zusammen die Zeit gemeinsam vertreiben. Und ich habe ja gesagt, ich möchte mal wieder live gehen und ich dachte jetzt mit den Resten zu arbeiten, ist doch mal ein guter Grund live zu gehen und ich freue mich total drauf. Ich freue mich wirklich immer, wenn ihr kommentiert, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben geht, wenn ihr wie jetzt bei dieser Umfrage mitmacht oder so. Das sind wirklich Sachen, da freue ich mich sehr und weiß euch als Community sehr zu schätzen. Das muss ich wirklich so sagen. So. Dann haben wir den Deckel. Und jetzt hoffen wir, dass er passt. Sehr schön. Und ich finde es auch schön, also so diese grünen Farben sind halt einfach Farben, die mir sehr gut gefallen. Ich habe jetzt hier den schmaleren Deckel gewählt. Bei der Box ist der Deckel länger. Also ihr seht, da ist der, glaube ich, 2,5 cm müssten das sein. Das könnt ihr ja spontan entscheiden. Ne? Wartet mal, wo ist denn mein Lineal? Ich habe es vor uns noch gesehen. Sind es 2 oder 2,5? 2,5, sage ich doch. Genau. Und hier habe ich den Deckel jetzt ein bisschen kleiner gemacht. So, dann nehmen wir unser letztes Accessoire. unser letztes Stück Farbkarton. Falzen das einmal hier nach. Und dann lege ich das jetzt um. Und ich finde das immer noch für mich die einfachste Methode, um diese Falzkanten schön sauber zu bestimmen. Wenn ich das einfach so per Hand dann umlege und knicke, dann gucke ich,
dass ich das hier genau Kante über Kante lege und ziehe die Falzlinien einmal nach. Das Einzige, wo ihr jetzt drauf achten müsst, das zeige ich euch gleich. Dass die Box dann manchmal nur in eine Richtung passt, wenn ihr es nicht ganz sauber falzt. Ich habe es jetzt hier richtig gut hingekriegt, sodass sie sich sehr schön rechts und links schließt. Jetzt nehme ich mir die Handstanze. Also je sauber ihr das macht und je besser ihr da falzt, umso schöner legt sich dann die Bordüre, die Banderole um die Box. So. Dann habe ich jetzt hier zwei Stückchen. Hier ist es immer ein bisschen schwierig, jetzt genau das Maß zu nehmen. Deswegen messe ich das einmal kurz nach. Das sind hier 5,2. Wenn ich gut bin, mal 5,2. Also mal 5,1. Und was haben wir hier für eine Breite? Auch 5,2 mal 5,1. Okay. Dann machen wir ein Stück oder zwei Stücke Farbkarton. Grundweiß. Gib mir hier mal meine Reste. Machen wir von 4,7 mal 4,7. Wartet mal. FK 4,7 mal 4,7. Das müsste dann immer passen. Hier 5,6,7 1 und 2. Und die werden wir jetzt noch ein bisschen gestalten. Ich habe es ja letztens schon mal gemacht und ich fand das total cool und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Deswegen machen wir das einfach nochmal, um da ein bisschen Hintergrundgestaltung zu bekommen, nehme ich mir einfach jetzt den Hell Aquamarin. Und fahre hier so lang. Und wie gesagt, das muss nicht gleichmäßig sein. Das muss nicht perfekt sein. Ich finde es gerade eher spannender, wenn es so ein bisschen wild ist und nicht ganz so perfekt ist, weil dann sieht es einfach natürlicher aus. Ihr könnt das natürlich auch ganz akkurat machen, ne? Das ist immer eure Entscheidung, das wisst ihr. Aber ich finde, so sieht es einfach cooler aus. Die kommen dann nämlich hier an die Seiten dran. Aber da wollen wir jetzt noch Deko machen und auch ein bisschen noch gestalten, ne? Ich nehme mir als erstes das Stempelkissen. Schöner Park. Das Einzige, was ich schon vorbereitet habe, ist dies beides. Und das habe ich gestempelt mit Malve und Babyrosa. Und das sieht wirklich sehr schön aus. Ich würde es noch einfach einmal mit euch stempeln, damit ihr seht, wie toll das ineinander passt und wie schön diese Stempel miteinander arbeiten. Da ich ja jetzt ein neues Stempelsystem habe oder ein neues Standsystem, Quatsch, Kamerasystem, muss ich aber meine Stempel, die normalerweise hier oben sind, rausnehmen zum Filmen. Ist nicht das Problem, das sacke ich in einem an und nehme es dann raus. Aber das ist es mir sowas von wert, weil wir ja dadurch nicht mehr die Schifffahrt haben, ne? Also ich nehme immer gerne bei diesem Two-Step-Stempel die Umrandung. Dann habe ich hier das Mauve genommen. Stemple das einmal auf. Falls jemand fragt, hier drüben ist meine Reinigungskiste. Meine Schrubbkiste, die ist immer feucht. Da gibt es einen Stempelreiniger von Stampin' Up. Den bespritzt ihr drauf. Und wenn ihr gestempelt habt, schrubbt ihr hier die nasse Seite und dann hier trocken
und dann habt ihr, sind eure Stempel wunderbar gereinigt. Das funktioniert natürlich am besten mit diesen normalen. Wenn ihr jetzt Stayson-Tinte nehmt, also die auf Alkoholbasis sind, funktioniert das nicht. Da verfärbt sich der Stempel. Auch hier, ihr seht, der Stempel ist etwas eingefärbt. Der ist nicht mehr ganz so weiß wie der. Das liegt daran, wenn ich jetzt sowas wie Mauve nehme oder Brombeermousse, wo viel Farbpigment ist, dann färben sich die Stempel ein. Es hat aber keinerlei Einfluss auf die Qualität des Stempelabdrucks. Nur nochmal zur Erklärung. Und jetzt nehme ich die Füllung in Babyrosa und orientiere mich hier dran und setzt das auf. Und so habt ihr ein wunderschönes Blütenarrangement, welches zweifarbig gestaltet ist. Das tue ich dahin. Das beiseite, ne, für meine Resteverwertung. Also, ne, ihr seht, ich arbeite dran, dass da noch ein paar mehr Reste dazu kommt. Dann habe ich ja für die Seiten Sprüche verwendet und einmal: Du bist wunderbar und das für dich. Weil ich finde, mit dem Du bist wunderbar, dann kann man das verschiedene Versionen benutzen und muss es nicht zwangsweise nur für den Geburtstag verwenden. Da kann man dann auch einfach mal der Freundin Danke sagen oder was auch immer. Ich nehme das Memento-Stempelkissen. Das benutze ich ja sehr, sehr gerne. Das Stayson benutze ich tatsächlich nicht so oft. Das sieht nicht schön aus. Ich bin tatsächlich eher der Memento-Stempelkissen-Benutzer. Der Vorteil ist, wenn ihr das mal habt, wie ich, dass ihr den Stempelabdruck nicht so toll findet, Papier hat immer eine Rückseite. So, das. Und dann habe ich noch, da brauche ich ein anderes Stück, aber ich habe ja hier genug Reste. Und zwar nehme ich dieses Dich. Das stempel ich auch in Memento. Ich sollte den Stempel auch ordentlich benetzen. Drückt das hier drauf. Und habe dann da drüber noch ein Für gesetzt, also für dich. Und das habe ich nochmal mit in Mauve gestempelt. Mauve ist ja eine unserer aktuellen In-Color-Farben, die ja jetzt seit diesem Jahr bis 2025 gültig ist. Und das setze ich jetzt einfach hier drüber, so dass ihr dann ein Für dich habt. Und ich fand es auch schön, da so diesen kleinen Farbunterschied zu gestalten. Genau. Es gibt immer jedes Jahr neue In-Colors, die dann immer wieder 2 Jahre gültig sind. Also wir haben auch jetzt noch aktuelle In-Colors im Sortiment, die quasi schon 1 Jahr gültig waren und jetzt noch 1 Jahr gültig sind, die dann nächstes Jahr das Sortiment verlassen. Und dafür kommen dann neue rein. Und dann in 2025 werden dann diese In-Color-Farben ersetzt. Und ihr habt es ja auch alle mitgekriegt. Wir hatten ja dieses Jahr auch eine Farberneuerung, wo ja einige Stammfarben das Sortiment verlassen haben und dafür neue Stammfarben in das Sortiment gekommen sind. Diese Blüte, die ich hier gerade so wunderbar gestempelt habe, könnt ihr hier sehr schön mit dieser Stanzform ausstanzen, ne? Und habt dann hier gleich eine wunderschöne Stanzform. Dafür habe ich diese gebraucht, aber jetzt für die anderen Stanzformen nehme ich jetzt die Stanzformen zeitlos arrangiert. Menschenskind. Ja, so abends dann nochmal so viel zu reden, das ist, oh, irgendwann ist mein Sprachkontingent ja auch aufgebraucht. Stempelreiniger kann ich zumachen. Und ich habe mir heute mal unsere kleine Stanzmaschine geschafft, die Mini, geschnappt.
Die ist vom Prinzip her genau wie die Große. Also die Große hat auch dieses Klappsystem. Ihr könnt das zusammenklappen. Die ist halt nur größer. Und wir haben ja auch aber genug Stanzformen für die kleine Stanzmaschine. Deswegen nutzt... wenn ihr noch keine Stanzmaschine habt und euch eine zulegen wollt, empfehle ich euch immer lieber eine große Stanzmaschine zu kaufen, weil wir haben bestimmte Stanzformen, die halt nur für große Sachen gehen. Oder wir haben auch große Prägefolder, wie hier zum Beispiel, die passen dann hier nicht rein. Es gibt natürlich auch Prägefolder für die Mini-Stanzmaschine, die passen dann hier rein. Aber wenn ihr richtig loslegen wollt, empfehle ich euch immer, eigentlich eine große Stanzmaschine zu kaufen. Ich habe jetzt hier die kleine, weil ich verrückt bin und natürlich der kleinen Stanzmaschine auch nicht widerstehen konnte, weil ich die einfach so niedlich ist. Die gab es bis jetzt in Boho Blau. Konntet ihr die jetzt noch zusätzlich käuflich erwerben? Tatsächlich weiß ich nicht gerade aktuell, ob die noch verfügbar ist. Ich würde euch das mal unten in die einblenden, wenn ich es rauskriege. Vor allen Dingen, wenn ich dran denke, es rauszukriegen. Aber wenn ich das Video bearbeite, höre ich mich ja reden. Also werde ich mich dann erinnern und werde nachschauen und schreiben, ob die noch verfügbar ist. Boho Blau ist ja auch gerade eine aktuelle In-Color, passend zum Wurf. Und sieht einfach sehr schön aus. Boah, ich habe heute einen Redeschwall. Gerade noch gesagt, so immer haben zu viel zu reden, weiß ich auch nicht. Aber irgendwie... Ihr habt es gesehen, ich habe hier dieses kleine Tag genommen. Das ist auch sehr, sehr süß, weil es stanzt hier noch ein Stitchrahmen drumherum und ich finde den wirklich sehr zauberhaft. Für das für dich nehme ich mir die größere Variante. Leider gibt es ja nicht die passenden Magnetplatten mit dafür. Deswegen behelfe ich mich hier mit so einem Klebeband. Das ist so ein Masking Tape, nennt sich das. Washi Tape, ihr kennt, um das ein bisschen zu fixieren. Wenn ich jetzt hier durchstanze, also ihr kriegt ja bei der Stanz- und Prägemaschine auch alle entsprechenden Platten dazu und fürs Stanzen braucht ihr quasi die 1, die Grundplatte und 2 dieser Auflegeplatten. Und es empfiehlt sich immer, das zeige ich euch gleich, und hier habt ihr auch diesen Stitchrand, ne? Und es empfiehlt sich immer dann beim Stanzen, die Stanzplatten nicht hier so direkt alle übereinander, sondern das so ein bisschen versetzt zu legen, dann geht es einfacher in die Stanzmaschine hinein. So, dann nehme ich mir jetzt hier noch aus diesem Stanzformen diese 3 hübschen Blüten und die stanze ich mir einfach 2-mal aus. Wie gesagt, ich wollte ja heute noch mal ein bisschen ins Detail gehen und noch ein bisschen mehr euch erklären. Deswegen heute etwas ausführlicher. Meine Bastelprofis, nehmt es mir nicht übel, aber manchmal ist ja ein bisschen Produktschulung auch nicht das Schlechteste. Ich habe hier den Piekser, aber wir haben ja auch den neuen Aufhebhelfer, der auch so eine wunderbare Pieksspitze hat. Und mit dem könnt ihr dann, hier habt ihr so kleine Löcher und da piekst ihr dann durch und holt euch das Element raus. Und ich finde, so eine Stanzmaschine ist halt einfach super. Ich zeige euch dann nochmal die Elemente einzeln alle, weil ihr hier wunderbar filigrane Sachen ausstanzen könnt und das nicht fispig mit der Schere schneiden müsst. Ja, ich habe euch alle lachen hören. Also meine Stammzuschauer wissen das. Ich bin jemand, der vor Schneiden keine Angst hat. Ich schneide sehr filigrane Sachen aus, wo andere Leute wahrscheinlich dreimal die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würden. Für mich ist das Meditation und wo es keine Stanzmaschinen gibt, dann heißt das noch lange nicht, dass man das nicht mit der Hand ausschneiden kann. So, das haben wir jetzt erstmal alles ausgestanzt. Das nehmen wir mal weg. Platten tue ich hier unten hin. Aufgeräumt wird nachher. Und jetzt, wie gesagt, nochmal mit dem Piekser-Tool. Ihr habt hier die kleinen Löcher, wo ihr dann die... Das hilft euch einfach besser, um das aus den
aus den Stanzformen rauszulösen und ist sehr schön. Also tatsächlich benutze ich den Piekser sehr, sehr gerne. Und das liegt auch echt gut in der Hand, dieses Tool. Ich habe halt noch die Gewohnheit, immer zu meinem anderen Tool zu greifen. Aber den gibt es ja leider nicht mehr. Und jetzt habt ihr hier zum Beispiel auch noch so kleine Elemente. Die könnt ihr auch mit dem Piekser rausholen. Passt ein bisschen auf, das Ding ist scharf. Also wenn ihr das jetzt genau über euren Finger haltet, könnte es eventuell ein kleines bisschen wehtun. So. Und jetzt zeige ich euch mal, wie schön und filigran die ausgestanzten Elemente sind. Und ich finde das wirklich zauberhaft. So, der kommt weg. Ihr habt hier auch Schutzkappen dafür. Das heißt, wenn ihr das jetzt auf dem Schreibtisch liegen lassen legt, dass ihr nicht euch da aus Versehen verletzt. Wenn ihr wissen möchtet, was der Aufhebhelfer für einzelne Werkzeuge hat, schaut gerne unbedingt in das Video vom letzten Sonntag rein. Vorletzten Sonntag. Für mich letzten Sonntag, weil ich eine Woche Vorlauf habe. Aber vorletzten Sonntag habe ich ein Video gemacht zu den neuen Produkten vom Aufhebhelfer. Jetzt nehme ich mir hier meine zwei vorgefertigten kleinen Kärtchen. Und ich nehme mir die Minis Dimensionals. Ich finde die sehr, sehr süß. Ich benutze die sehr gerne. Wir haben ja eigentlich auch die schwarzen. Und tatsächlich habe ich gedacht, boah, die schwarzen sind so cool. Aber ich benutze aus Gewohnheit immer die weißen. Aber wie gesagt, ob die jetzt die große Größe oder die kleine Größe ist, da ist mir egal. Also das sind die Minis und das ist die normale Größe. Und ich finde diese Wabenstruktur einfach unglaublich gut. Das ist natürlich auch eine Gewohnheitssache. Das muss man nicht machen. Und dann futtel ich die ab. Ihr könnt auch hierzu den Aufhebhelfer benutzen, um hier diese Trägerfolie abzupulen. Das ist auch manchmal ganz ratsam, wenn das manchmal einfach nur schwer geht. Ich sollte die Trägerfolie dann aber auch mitnehmen. Ich pull die schon mal ab, ich klebe die noch nicht auf, aber ich lege die mir hier beiseite. Also auch wenn ihr jetzt doppelseitiges Klebeband verwendet, könnt ihr auch den Piekser benutzen, um dann da die Trägerfolie abzumachen. Das eignet sich wirklich sehr, sehr gut. Ich habe dann immer gepiepelt und gepult und gepippelt. Und dann habe ich tatsächlich, einer von euch Zuschauern hat mir gesagt, benutze bitte das. Geht viel einfacher und du ersparst dir viel Frust. Und es ist so, ich habe mir viel, viel Frust erspart. Jetzt nehme ich mir meinen Kleberoller. Wir haben auch im Sortiment von Stampin' Up! Den Flink und Fest Normal, also ohne Plus. Plus heißt, ich kann damit Boxen und Verpackungen kleben, weil der einfach eine viel höhere Klebekraft hat. Der normale Flink und Fest ist quasi so ein normaler Kleberoller. Da benutze ich tatsächlich nicht den von SU, weil ich mit dem von DM absolut zufrieden bin und den echt toll finde. Und jetzt arrangiere ich mir die drei hier so drauf. Ja, ich weiß, das sieht gerade noch komisch aus, aber wartet. Der Effekt kommt ja noch, ne? Ihr werdet den Effekt noch sehen. Und ich finde das Praktische mit diesem Kleberoller, kann ich halt sehr gut diese filigranen Teile ankleben. Und jetzt nehme ich mir dieses wunderschöne Blumenarrangement und setzt das hier auf. Ist das nicht hübsch? Ich finde das total schön. Ne? Das ist doch... Ich finde es super. Jetzt habe ich natürlich vergessen, mir einen Bindfaden hinzulegen. Wartet. Ich bin hier, also ich bin nicht weg. Ich muss mir bloß einen rausholen. Wollen wir nochmal den blauen nehmen? Das passt hier eigentlich auch dazu. Oder wir nehmen halt den stinknormalen. Wir nehmen als Kontrast den stinknormalen Leinenfaden. So.
Aber ich muss ja eigentlich nicht die neue Packung nehmen. Ich könnte auch erstmal noch die alte verbrauchen. Wartet mal. Hier. Wir könnten auch weiße Kordeln nehmen. Wenn man immer so viel hat, ne? Guckt mal, wir könnten auch hier so eine schöne weiße Kordel nehmen. Ne, wer nimmt den? So. Ach, immer diese Entscheidungen zu treffen, das ist auch immer ganz, ganz, ganz schwierig. So, okay. Wir nehmen unsere Box. Und ich nehme nochmal unseren Mehrzweckflüssigkleber. Bringe hier unten auf den Boden Kleber auf. Und setze das jetzt hier in die Mitte auf. Gucke, dass ich wirklich das schön gerade aufsetze. Und wenn ihr das Falzbein habt, dann könnt ihr hier in der Mitte einfach so ein bisschen drüber rubbeln und dadurch den Kleber nochmal schön verteilen und gut ansetzen. So, jetzt nehme ich mir meinen Leinenfaden. Das reicht schon. Nehme mir meine Schere, die ich übrigens unglaublich toll finde, weil die bis zur Spitze scharf schneidet. Und jetzt fädle ich ein. Einmal von der Seite, von unten. Und das mache ich hier auf der anderen Seite auch. Ihr solltet den Knoten am Ende nicht zu straff und zu schnell ziehen, weil ihr seht, hier ist nicht ganz so viel Papier übrig. Und wenn ihr zu sehr zieht, könnte es sein, dass das Papier dann reißt. Ich mache es jetzt einmal zu. Und das war viel zu viel Bindfaden, wie ihr seht. Leinenfaden. Kürz mal hier mal ein Stück. Und dann können wir jetzt die Deko machen. Auch hier nehme ich nochmal die Dimensionals. Wo habe ich sie denn jetzt hingetan? Nehme jetzt aber meine großen. Ich bin da auch nicht sparsam mit denen, sondern setze da auch gerne großzügig auf. Also in jede Ecke ein und dann nochmal in die Mitte. Macht also 5. Und dann setze ich dieses hübsche hier an die Seite. Bei dem Faungrün habe ich es direkt drauf geklebt, wollte einfach mal testen, wie es aussieht. Aber tatsächlich finde ich es mit wesentlich schöner, wenn da nochmal so dieser kleine extra Karton ist und da nochmal ein bisschen mehr Akzent ist. Genau, und wenn ich faul bin, so wie jetzt, dann pieple ich es halt einfach mit der Hand ab. So, und dann haben wir schon mal die Seiten. Und jetzt nur noch zum Schluss unsere zwei Schilderchen. Auch hierfür nehme ich Dimensionals. Hier nehme ich einfach 3 Stück. Und setze das hier auf. Ich glaube, ich habe sogar vorher, ja, ich habe hier das schmalere genommen. Hier habe ich jetzt das breitere erwischt. Ich habe das schmalere genommen. Aber ich finde das breite auch nicht schlimm. Das könnt ihr ja spontan entscheiden. Und damit ist jede Box absolut anders. Was ich dann auch wieder sehr cool finde. Also nicht absolut anders. Ihr wisst, was ich meine. Jede Box hat dann was Individuelles. Die hat jetzt halt rechts und links das Ding, dafür aber das große. Die andere hat rechts und links auch das Ding, den extra Aufleger, aber den schmaleren Tag. Und die Faungrüne hat keinen Aufleger und den schmaleren Tag. So. Und das setze ich hier auch noch auf die Seite. Ich fand das einfach sehr schön. Und ich finde, hier oben braucht es gar keine Deko, weil wir ja durch die Bordüre den Effekt einfach schon sehr schön haben. Wie gesagt, hier in Jade, hier in Lagunenblau und das hier in grüner Apfel. Und wie gesagt, so lässt sich die Box dann öffnen. Und
wenn ihr wollt, könnt ihr diese dann auch jederzeit wieder verschließen. Und wie gesagt, ich finde, hier passt eine ganze, also ein paar kleine Überraschungen passen da auf jeden Fall rein. Und ich finde es einfach cool. Und dann jetzt wieder vorsichtig verschließen. Und dann ist auch die Box schon fertig. Ich finde es eine sehr süße Idee. Ich glaube, das Video ist auch wieder ein bisschen länger geworden, weil ich einfach immer viel zu viel quatsche. Und ich zeige euch quasi nochmal hier alle drei Seiten, was wir so haben. Das wunderbar, müsst ihr euch jetzt denken. Aber ich finde das einfach zauberhaft. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren. Ich hoffe, die Idee gefällt euch. Und ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und wenn es heute ein bisschen zu lang war, weil ich ein bisschen zu viel erklärt habe, dann seht's mir nach. Es ist einfach auch für die Neuen auf meinem Kanal, über die ich mich natürlich sehr herzlich freue. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß hier. So. Ob ihr jetzt Lagunenblau, Jade oder grüne Apfel lieber mögt, also die Frage stelle ich euch ja nicht jetzt, weil es ist ja alles relativ ähnlich. Aber ich weiß, dass die Claudia auf jeden Fall die grüne nehmen würde. Obwohl die auch mit Jade und Lagunenblau, glaube ich, gut leben kann. So, jetzt Schluss, sonst rede ich noch 3 Stunden. Ich wünsche euch was. Habt Spaß am Basteln, habt Spaß am Kreativsein und bis zum nächsten Mal. Ciao!